Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, der Hintergrund ist vielleicht ein kleines bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass es jetzt mein erstes Video so vor der Kamera ist in meinem neuen Bücherzimmer. Also ich musste jetzt so ein bisschen mit der Kamera einstellen, gucken, wie ich das mit dem Bild mache. Aber ich war jetzt so eigentlich ganz zufrieden und finde, dass es dem alten immer noch sehr ähnlich ist. Ja, was soll ich euch sagen, ihr Lieben? Ich schulde euch noch eine Menge Bücher aus meinen vergangenen Lesemonaten hier auf YouTube. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich hoffe, das klappt auch so von der Länge, dass ich jetzt den Juli, den August und den September zusammen mache. Also 3 Monate. Es müssten 14 Bücher sein, die ich gelesen habe. Der September war leider nicht ganz so erfolgreich. Und ich bin auch so ein bisschen in eine kleine Leseflaute gerutscht. Ich glaube, ich komme gerade wieder ganz gut raus im Moment Anfang Oktober, aber warum, wieso, weshalb werdet ihr im Video erfahren. Das liegt nämlich unter anderem daran, dass mich wieder doch einige Bücher echt enttäuscht haben und ich auch wieder Bücher abgebrochen habe. Welche das sind und warum vor allem ein Hype-Buch, was man wirklich überall sieht, mich absolut nicht überzeugen konnte, erfahrt ihr in diesem Lesemonat und ich rede jetzt nicht mehr lange drum rum und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, wir fangen an mit einem Buch, auf das ich mich schon wirklich im Vorhinein gefreut habe. Und zwar ist es The Darkest Gold, Die Rebellin von Raven Kennedy. Das ist der 5. Band in der The Darkest Gold-Reihe. Und ich glaube, ihr wisst ja, ich mag die Reihe wirklich sehr gerne. Ich mochte vor allem den 3. Teil richtig, richtig gerne. Also Band 3 war richtig, richtig gut. Und ja, ich möchte natürlich nicht spoilern, deswegen werde ich jetzt nicht hier auf den Inhalt von Band 5 eingehen. Was ich aber sagen kann ist, ja, das Buch hat, ich glaube, so 3,5 Sterne bekommen und war für mich so bis jetzt tatsächlich das schwächste Buch von allen. Das liegt ja vor allem daran, dass, ja, wie soll ich das sagen, ich fand, dass das Buch sehr, sehr langgezogen war. Also wir haben jetzt hier auch wieder wirklich eine Menge Seiten, über 700. Und ich finde, so langsam merkt man das. So langsam können viele Seiten mit der Leere an Inhalt nicht richtig gefüllt werden. Und eine Sache, die mich hier an Band 5 auch gestört hat, war, dass unsere Protagonistin Aureen ja, von ihrem Love Interest viel getrennt war. Und ich finde, dadurch ja, war es halt dann nicht mehr so diese Romantasy, die ich gerade in Band 3 so geliebt habe. Und das ist halt irgendwie einfach schade, wenn in Büchern die Charaktere oder Protagonisten so lange voneinander getrennt werden. Ja, deswegen, das war nicht so ganz mein Highlight. Ich muss sagen, ich fand die Kapitel aus der Sicht von Königin Marlena super interessant. Also sie ist tatsächlich ein Charakter, den ich mittlerweile gerne mag und ich bin gespannt, wie es im Finale aussehen wird mit ihr. Und auch die Liebesgeschichte rund um Osric finde ich auch einfach toll. Und ich hätte mir da wieder viel, viel mehr Seiten gewünscht. In Band 4 hat sich das schon ein bisschen angedeutet. In Band 5 geht es weiter damit. Ja, also insgesamt für mich leider doch der schwächste Band der Reihe. Einfach aufgrund der Länge, aufgrund der Trennung der Protagonisten. Und dass es halt nicht mehr so romantisch ist und irgendwie ja nicht mehr so viel Inhalt bietet. Das hätte man vielleicht doch alles ein bisschen kürzen können. Als nächstes kommt ein Buch, was mich wieder vollkommen überzeugt hat. Und zwar ist es The Ballad of Never After von Stephanie Garber. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass ich ein Riesenfan des Caraval-Universums bin. Ja, ich habe Anfang des Jahres alle 3 Bände hintereinander als Hörbuch gehört und bin absolut hyped auf Caraval. Und das ist ja jetzt hier Band 2 des Spin-Offs von Caraval. Ja, der erste Teil, Once Upon a Broken Heart, war schon mega und es geht hier weiter mit Evangeline Fox und unserem Prinzen der Herzen. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Das Buch war einfach wieder on point. Also, ich finde, Stephanie Garber schafft es wirklich, eine gute Mischung aus allem zu machen. Eine gute Mischung, einfach auch was den Inhalt angeht. Wir haben hier wieder unsere Romantasy mit dabei, die schreitet hier in Band 2 wirklich echt voran. Wir haben aber auch Spannungen, wir haben weiterhin Geheimnisse, wir tappen wieder weiter im Dunkeln, wir haben Intrigen und es ist einfach wirklich insgesamt immer stimmig, wenn sie ein Buch schreibt und das liebe ich einfach so sehr. Wirklich, Leute, wieder ein 5-Sterne-Buch, ein absolutes Highlight.
guckt euch Caravel bitte an, wenn ihr Romantasy mögt. Es ist Young Adult Romantasy, aber wie ich finde, wirklich gute Young Adult Romantasy. Also es wird hier jetzt nicht großartig spicy oder so. Stört mich aber nicht, wenn einfach die Geschichte und die Liebesgeschichte gut gemacht ist, gut umgesetzt ist und trotzdem ihren Raum bekommt. Und ich finde jetzt gerade in Band 2, ja, geht es da doch wirklich ein ganzes Stück voran. Das Ende war wieder richtig gemein. Also Stephanie Garber ist wirklich für mich eine Künstlerin der Cliffhanger. Und jetzt im Oktober, ganz bald, kommt ja endlich der dritte Teil raus. Und ich freue mich schon riesig, wie es da ausgehen wird. Und ja, definitiv eine Buchempfehlung von mir. Das nächste Buch habe ich euch auch schon ausgiebig auf Instagram vorgestellt. An dieser Stelle nochmal kurze Eigenwerbung. Ihr findet mich auch auf Instagram und mittlerweile auch auf TikTok. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht auch vorbeischaut. Gerade auf Instagram mache ich wirklich auch regelmäßig Posts und Rezensionen. Und ja, da werdet ihr auch schon die allermeisten der Bücher, die ich euch jetzt zeige, gesehen haben. Ja, und das Buch, das ich meine, ist Not in Love von Ellie Hazelwood. Die trügerische Abwesenheit von Liebe. Ja, was soll ich euch sagen? Ellie Hazelwood hat es mal wieder geschafft. Sie hat mich mal wieder von vorne bis hinten mit ihrer Geschichte überzeugt. Ja, und es war einfach eine richtig tolle, spicy Romance. Also es ist wirklich sehr spicy dieses Mal. Aber der Spice ist, wie ich finde, wirklich gut gemacht und passt authentisch in diese Geschichte rein. Wir haben hier in der Geschichte die liebe Rue. Und Rue arbeitet mit zwei ihrer Freundinnen zusammen in einer Firma. Die beschäftigen sich mit alles, was so Lebensmittelforschung zu tun hat. Rue, meine ich, hatte sich auch damit beschäftigt, wie man Lebensmittel länger frisch oder haltbar machen kann. Und ja, sie guckt aber ziemlich doof aus der Wäsche, als auf einmal ein anderes Unternehmen ja, ihre Firma, in der sie arbeitet, auffängt. Und keiner weiß so richtig, warum, wieso, weshalb. Warum sind die jetzt da? Was wollen die? Und unter diesen Leuten ist Eli Kilgore. Und ja, zwischen den beiden sprühen schon so ein bisschen die Funken. Es ist ja eine Secret Affair Romance, die sich hier dann so anbahnt. Und ja, was soll ich euch sagen? Es gibt einen Grund, warum die Firma übernommen wird, und Eli hat seine ganz persönlichen Gründe, genauso wie seine Mitbesitzer seiner Firma, also diejenigen, die auch noch damit drin stecken. Und wieso, warum, weshalb, sollt ihr selbst herausfinden. Aber ich kann euch definitiv sagen, dass ja, der Band, dieser Einzelband, wirklich von vorne bis hinten stimmig war. Wir haben eine stimmige Romance, wir haben wirklich sehr, sehr echte, authentische Charaktere. Man erfährt auch so ein bisschen was einfach über den Hintergrund der Person, und das fand ich super, super interessant, denn da gibt es wirklich einiges, was wir ja über Rue und Eli gar nicht wissen. Und von daher, viel mehr kann ich nicht sagen. Es war wirklich ein Highlight, es hat 5 Sterne bekommen. Gerade diese Secret Affair Romance hat mir richtig, richtig gut gefallen, und auch wirklich die Spicy-Szenen waren sehr gut umgesetzt. Ich mochte es echt gerne, und so diese Anziehung zwischen Rue und Eli, das war alles so toll beschrieben, aber auch eben so dieses Geheimnis, was hat es da eigentlich mit dieser Firmenübernahme auf sich und so weiter. Also Ellie Hazelwood enttäuscht mal wieder nicht, und ich freue mich schon richtig auf ihr neues Buch, was jetzt Anfang 2025 rauskommt, Deep End. Ich glaube, das kann auch wieder richtig gut werden, und ja, sie schreibt einfach jedes Mal aufs Neue für mich innovativ, und von daher 5 Sterne, eine absolute Empfehlung. Das nächste Buch war tatsächlich auch ein richtiges Highlight, und ich habe es mir im Vorhinein so sehr gewünscht. Und zwar ist es Sweet Revenge von Rachel Jonas, oder Jonas, die es auch unter Nikki Thorne schreibt. Also ich habe tatsächlich erst gedacht, das sind 2 Autorinnen. Nach meinem Verständnis sind das einfach 2 Namen, die sie verwendet. Und das ist der erste Band der Kings of Cyprus Point Reihe. Und Leute, für alle Fans von LJ Shen, ihr müsst dieses Buch lesen. Also es ist wirklich für mich, für LJ Shen Fans, der absolute Wahnsinn. Und was die Autorin hier geschrieben hat, war einfach toll. Wir befinden uns an einer Highschool, und ja, was soll ich sagen, Wes Golden ist an dieser Highschool der absolute Star. Er und seine Brüder, ja, die besitzen praktisch die ganze Stadt, könnte man sagen. Und ja, das lassen sie auch gerne mal raushängen.
Allerdings kommt an die Cypress Point High School eine neue Schülerin, und zwar Blue. Und Blue ist gar nicht aus dieser elitären Gesellschaft. Sie kann damit überhaupt nichts anfangen. Und West hat es direkt auf sie abgesehen. Also wir rutschen hier auch wirklich richtig in eine Bully-Romance rein. Und er macht ihr das Leben absolut zur Hölle. Auf der anderen Seite ist zwischen den beiden aber auch eine richtig starke Anziehungskraft. Und sie können nicht miteinander, sie können nicht ohneinander. Sie liefern sich jedes Mal aufs neue Wortgefechte. Das zu verfolgen war übrigens richtig toll. Ja, aber die Frage ist ja, warum hat West so ein Problem mit Blue? Und gibt es da nicht noch irgendwie was, ja, was da nicht so ganz ins Bild passt? Ja, das sollt ihr natürlich alles selber herausfinden. Aber Tempo hat absolut gestimmt. Die Bully Romance hat absolut gestimmt. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Diese hitzigen Wortgefechte und Konversationen waren mega. Und wir haben ganz, ganz viele Szenen eben mit West und Blue zusammen. Und dadurch konnte sich eben auch diese Romance weiterentwickeln. Ne? Die beiden sind oft miteinander irgendwie in der Interaktion, und das merkt man natürlich dann einfach, wenn man es liest, dass man da richtig schön vorankommt und sich diese Beziehung eben auch weiterentwickeln kann. Fand ich mega. Es gibt auch noch, was ich auch sehr cool fand, eine Art Portal, das immer wieder so über die neuesten Dinge berichtet, die sich eben an der Highschool abspielen. So ein bisschen wie so ein Klatschmagazin, aber eben in Form eines Online-Blogs. Fand ich auch sehr cool. Und es gibt eben auch noch so ein großes Ganzes, also so ein großes Geheimnis irgendwie, was man nach Band 1 auch noch nicht gelüftet hat. Also es gibt auch noch eine andere Nebenhandlung, und da weiß man, wie gesagt, eben noch nicht so richtig, was es da so mit auf sich hat, und das fand ich mega, und das Ende war richtig, richtig gemein. Ich freue mich schon sehr jetzt auf Band 2 im Oktober und kann es euch absolut empfehlen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Romance-Geschichte, einfach nach meinem Lesegeschmack, wie ich es gerne mag, und von daher, ja, sehr cool. So, das nächste Buch hat mich leider ja schon irgendwie enttäuscht, und ich hatte mir so ein richtiges Romantasy-Highlight gewünscht, habe es aber leider nicht bekommen. Und zwar ist es The Hurricane Wars von Thea Wanson. Ich hoffe, man spricht sie so aus. In der Geschichte geht es um Thalassin, und sie ist ein Findelkind und kämpft aber an vorderster Front gegen das Dunkelimperium, oder Nachtimperium. Also ihr Volk, ihre Leute sind mit denen irgendwie ganz, ja, ganz hart verfeindet, und da gibt es Krieg. Aber eines Tages trifft sie auf Alaric, und er ist der Kronprinz des Nachtimperiums. Und die Schicksale der beiden sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verknüpft. Und ich möchte, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen, weil ich finde, dann spoilert man doch sehr, was da eben noch im Laufe der Geschichte passiert. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass es hier schon eine Enemies to Lovers Romance ist, wenn man es Romance nennen kann. Denn das ist tatsächlich schon so das erste Problem, was ich hatte. Es war für mich keine Romantasy. Also irgendwie, ich weiß nicht, das Buch ist ja auch jetzt nicht so dünn. Also wir haben hier 550 Seiten, und keine Ahnung. Irgendwie habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es hier eine Romance ist, und das hat mich irgendwie richtig gestört, weil, ja, es wird damit geworben, dass es eine Romantasy ist, ist es aber irgendwie für mich nicht. Also die Romance habe ich da lange vergeblich gesucht, und es wird halt alles auch nur so ein bisschen angedeutet. Es geht für mich eher schon in die Richtung Young Adult, und das fand ich dann irgendwie doof, wenn man mit was wirbt und man bekommt das am Ende nicht. Das Buch ist leider auch sehr, sehr lang gezogen, und es gibt nicht so viele Kapitel und Szenen zwischen Alaric und Thalassin. Und das ist, glaube ich, auch schon so ein Problem für mich gewesen, dass da nicht so viel gewesen ist zwischen den beiden, und dadurch, ja, konnte sich nicht viel entwickeln, und irgendwie spielten andere Dinge eine viel größere Rolle als, ja, die beiden Protagonisten, hatte ich das Gefühl. Von daher 2,5 bis 3 Sterne hat das Ganze noch von mir bekommen. Ich denke aber nicht, dass ich Band 2 lesen werde, und wahrscheinlich wird das Buch auch jetzt irgendwann auswandern. Schade, ich habe echt gedacht, es könnten 5 Sterne werden, aber war es nicht. Das nächste Buch war hingegen wirklich wieder ein richtig, richtig cooles Buch, was ich super gerne gelesen habe, und die Autorin hat mich bis jetzt wirklich noch nicht enttäuscht. Und zwar ist es Scared von Emily McIntyre. Das ist der zweite Teil
der Never After Reihe, die ja hier ins Deutsche übersetzt wird. Und ich habe, soweit ich weiß, auch schon mal die Info bekommen, dass auch die anderen Bände übersetzt werden. Also bis jetzt wurden ja Band 1 bis 3 übersetzt, aber die anderen werden auch noch kommen. Und genau, jetzt aber erstmal zu Band 2, worum geht's? Es geht um Tristan, der in eine adlige Familie hineingeboren wurde, aber nie den Thron besteigen wird, denn der Thron gehört seinem Bruder Michael. Und Tristan hat so seine ganz eigene Motivation, Dinge voranzutreiben, geheime Dinge, von denen nicht jeder etwas weiß. Aber seine Welt gerät etwas ins Wanken, als die zukünftige Verlobte seines Bruders Michael auftaucht. Und zwar ist das die liebe Sarah. Und Sarah geht diesen Bund der Ehe aus einem ganz bestimmten Grund ein. Und auch ihre Motivation ist sehr, sehr subjektiv und eben auf Dinge bezogen, die mit ihrer Person und ihrer Familie zu tun haben. Ja, und dann treffen Tristan und Sarah aufeinander und irgendwie knistert es zwischen den beiden. Auch da spürt man wieder so eine gewisse Anziehungskraft. Aber ja, Tristan hat eben Geheimnisse und Sarah ist eigentlich die Verlobte seines Bruders. Genau, so viel auf jeden Fall zu der Geschichte. Also insgesamt hat das Buch von mir 4 Sterne bekommen. Ist nicht ganz an Hook dran gekommen an Band 1, aber es war spannend, es war intensiv zwischen den Charakteren. Das liebe ich sehr bei der Autorin. Ich finde, sie schreibt sehr, sehr intensiv und schafft es wirklich einfach, ja, da eine Beziehung aufzubauen, eine Story aufzubauen. Richtig, richtig cool. Und insgesamt haben wir auch einen spannenden Handlungsverlauf. Nicht mit ganz so vielen Überraschungen vielleicht, aber am Ende des Tages war es von vorne bis hinten eine stimmige Geschichte mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Ende. Also das war auch mal so ein bisschen was anderes einfach und es hat sich auch nicht an einer Stelle gezogen. Also das Tempo finde ich auch bei diesem Buch wieder wirklich richtig gut. Ich kann wieder sagen, gute 4 Sterne wirklich für diese Geschichte und Band 3 werdet ihr im Lesemonat auch noch sehen und ich freue mich auch schon sehr auf Band 4, weil vom Klappentext her spricht mich der 4. Band tatsächlich bis jetzt am meisten an. Ja, also von daher, ich finde die Geschichten cool, die die Autorin schreibt. Es ist seichte Dark Romance, also nicht ganz krasse Dark Romance. Es geht so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall, aber ja, eine schöne Geschichte. Das nächste Buch ist von einer Autorin, die ich in der Vergangenheit wirklich sehr lieben gelernt habe. Ich mag ihre Geschichten grundsätzlich wirklich sehr gerne. Und zwar ist es Anna Huang mit If We Ever Meet Again. Ein, wie ich finde, wirklich richtig, richtig tolles Cover. Ich liebe die ganzen Cover der Reihe richtig, richtig doll. Und ja, in dieser Geschichte geht es um die junge Farah. Meine ich ja, Farah Lin. Sie ist 19 Jahre alt und ja, macht ein Auslandssemester. Und dieses Auslandssemester macht sie nicht alleine. Ebenfalls mit von der Partie ist Blake. Und Blake war in den USA ein Footballstar, ein aufstrebender Footballstar und total beliebt. Die Frauen lagen ihm zu Füßen, so nach dem Motto. Und ja, Farah möchte sich, wenn sie sich das erste Mal verliebt, wirklich einfach sicher sein, dass es der Richtige ist. Und sie sucht jetzt eigentlich schon irgendwie nach der Liebe. Aber ja, Blake passt da eigentlich nicht ganz in das Konzept rein, weil er eben so ein Typ ist, der ja so ein Frauenheld ist. Aber trotzdem beginnen die beiden irgendwie so eine Freundschaft, die sich auch in etwas mehr entwickelt. Und wie es mit den beiden weitergeht, sollt ihr dann selbst herausfinden. Ich muss sagen, von allen Büchern von Anna Huang fand ich das bis jetzt am schwächsten. Und zwar, weil es einfach nicht ganz so viel Inhalt gab. Ne? Der Schreibstil war wieder sehr flüssig, sehr gut, so wie ich es irgendwie von ihr kenne. Aber am Ende des Tages, muss ich wirklich sagen, war es irgendwie ja, ein bisschen flach. Ne? Mir hat manchmal so ein bisschen der Tiefgang gefehlt und einfach auch so ein bisschen die Spannung. Es plätscherte irgendwie immer alles so ein bisschen vor sich hin. Und ja, die Protagonisten, also Farah und Blake, waren interessant, aber nicht interessant genug. Also da fehlte mir auch so ein bisschen mehr der Tiefgang und ja, ich weiß nicht, so alles in allem war es halt ganz nett, vielleicht mal für zwischendurch. Ich glaube 3 bis 3,5 Sterne habe ich hier dem Ganzen gegeben, aber es war irgendwie nicht ganz so viel mehr.
Ich bin trotzdem auf Band 2 gespannt, weil dieses Buch halt einen Cliffhanger hat. Also es geht im zweiten Band auch wieder um Blake und um Farrah. Die bekommen manchmal eine Dilogie und genau. Ja, mal gucken, ob der zweite Band vielleicht ein bisschen innovativer sein kann. Aber ja, insgesamt wie gesagt 3 bis 3,5 Sterne. Über das nächste Buch habe ich auch schon ganz, ganz viel auf Instagram berichtet, weil das Buch mich wirklich ja von vorne bis hinten überzeugt hat und das Buch hat wirklich ganz, ganz viel mit mir gemacht. Also es gibt halt immer so ein paar Mal im Jahr, würde ich sagen, Bücher, die ich lese und die wirklich etwas irgendwo tief in mir mit mir machen und mich sprachlos zurücklassen und mich mitreißen und ja, solche Geschichten sind natürlich immer so mit die schönsten. Und dieses Buch, von dem ich spreche, ist Darling Venom, Ihre Liebe ist sein Lieblingsgift von Parker S. Huntington. Zugegeben, das Buch hat seine Länge, ich weiß. Also das ist ein Buch mit 600 Seiten. Aber Leute, ich kann hier wirklich sitzen und sagen, es hat sich für mich nicht gezogen. Also ich habe jedes Kapitel, jede Seite gefühlt und verstanden, warum sie ins Buch musste. Und das ist schon mal natürlich vorab was ganz, ganz Tolles. Aber in dieser Geschichte geht es um die junge Charlotte. Und ja, Charlotte hat Probleme in ihrem Leben und glaubt nicht mehr so richtig daran zu leben. Und sie trifft dann eines Abends auf einem Dach, ich meine, das ist das Dach ihrer Highschool, auf Callan. Und Callan und Charlotte verbindet doch irgendwie ziemlich viel miteinander. Und zwischen den beiden beginnt eine Freundschaft. Sie werden sich immer einmal im Jahr sehen auf diesem Dach der Highschool. Allerdings stellen sie so ein paar Regeln auf. Und Charlotte bricht halt eine Regel davon und das hat Konsequenzen. Und einige Jahre später trifft sie auf den Bruder von Callan, und zwar auf Tate. Und was es mit dieser Begegnung auf sich hat und wie es dann weitergeht, sollt ihr bitte selbst herausfinden, weil ich definitiv nicht spoilern möchte, was diese Geschichte angeht, denn ich finde sie großartig. Aber schaut euch vielleicht wirklich die Triggerwarnung an, wenn ihr mit bestimmten Themen Probleme habt, denn das Buch ist keine seichte Literatur. Also es ist kein Romance-Buch, zu dem man greift und es ist so schön locker leicht, wie man es vielleicht manchmal mit so einem Adult Romance auch verbindet. Das ist Darling Venom definitiv nicht. Es ist sehr harte Kost manchmal und es ist eine sehr, sehr intensive Geschichte über Verlust, über ja, zu sich selbst zu finden, über die Liebe, über Familie und das war alles in allem wirklich großartig. Also ich habe das Buch wirklich gestartet und so direkt nach den ersten Seiten gemerkt, ja, das wird gut. Das ist genau was ich gut finde an Geschichten. Und wirklich Leute, ich finde die Geschichte so besonders und hätte nie gedacht, dass ich solche Geschichten mögen würde, weil ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich von der Thematik, die sich hier eben entwickelt, ich eigentlich auf solche Geschichten nicht so doll stehe. Aber ich kann euch sagen, wenn sie so geschrieben sind wie in Darling Venom, dann finde ich sie großartig. Also wirklich eine so packende, spannende Romance-Geschichte habe ich echt schon länger nicht mehr gehabt. Und ich hoffe, es wird mehr von Parker S. Huntington übersetzt. Wirklich. Also nachdem ich Darling Venom von ihr gelesen habe, bin ich Feuer und Flamme und möchte unbedingt mehr von dieser Frau lesen, weil diese Geschichte wirklich mich so überzeugt hat, dass ich sage, ich will mehr, ich brauche mehr von ihr. Mal gucken, ob mehr übersetzt wird. Ich hoffe sehr, wirklich. Also, weil diese Geschichte wirklich einfach toll ist. Also wenn ihr halt auch mal auf so ernstere Themen in Romance-Büchern steht und wirklich auch mal so nach einer richtig intensiven Geschichte mit Haters to Lovers, Enemies to Lovers Vibes und ja, dann schaut es euch einfach an. Wirklich von mir definitiv eine ganz große Empfehlung. 5 Sterne. Ja, über das nächste Buch kann ich leider nicht ganz so viel Positives erzählen, denn ich habe es auch abgebrochen. Ja, und es war für mich wirklich leider so ein Reinfall einfach. Also irgendwie weiß ich auch nicht, warum so viele Leute das Buch so toll finden. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Und zwar ist es When the Moon Hatched von Sarah A. Parker.
Das ist ein Buch, was im englischsprachigen Raum wirklich beliebt ist. Und auch hier im deutschsprachigen Raum haben viele gesagt, das beste Romantasy-Buch, was sie dieses Jahr gelesen haben. Und. Also, ne? Wirklich, die positiven Meinungen überschlugen sich beinahe. Und ich habe gedacht, eine gute Romantasy, da bin ich ja immer dabei, habe ich Bock drauf. Aber ich habe es wirklich so, ich glaube, zwischen 60 und 70% abgebrochen. Und ja, ich weiß nicht so richtig, auch wo ich anfangen soll, weil das erste Problem, was ich schon mit der Geschichte hatte, war der rote Faden. Es gab für mich keinen roten Faden. Ich habe den Handlungsverlauf manchmal absolut nicht verstanden. Aber wir haben hier unsere Protagonistin Rafe und sie gehört einer Rebellion an und trifft eines Tages auf Khan. Und Khan ist ein Kronprinz, auch von einem Königreich, aber die beiden sind nicht wirklich kompatibel, auch mit ihren Überzeugungen und Vorstellungen, jedenfalls denkt das Rafe. Und eines Tages merkt sie aber, dass Khan doch noch eine andere Seite hat und ja, mehr kann ich euch großartig auch nicht sagen, weil ich habe manche Sachen einfach nicht wirklich verstanden. Vor allem schon der Anfang der Geschichte war für mich wir. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, wo sind wir, wo wollen wir hin, so viele Namen. Und dann habe ich dieses System hinter diesen Königreichen auch nicht wirklich verstanden, was das mir alles sagen soll. Dann finde ich auch nicht wirklich, bis zu den 60-70%, die ich gelesen habe, dass es Romantasy war, weil die Romance fast nicht da war für mich. Also es gab vielleicht mal eine Szene, die ich irgendwie hatte, die so in Anführungszeichen ein bisschen spicy war, aber das war jetzt wirklich nichts großartig so, ne? Und keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Das war so eine wirre Geschichte, wo so viel zusammengewürfelt wurde. Also ich habe grundsätzlich ein Problem, wenn ich Geschichten lese oder auch als Hörbuch höre und ich habe keinen roten Faden. Und das hatte ich hier zu 100%. Kein roter Faden. Die Charaktere waren mir dann auch irgendwie ziemlich egal, weil Khan auch super blass geblieben ist. Also überhaupt nicht mal so ein Tiefgang irgendwie bei den Charakteren. Und auch Rafe, irgendwie, weiß ich nicht, sie war für mich auch manchmal so ein bisschen... Ich habe sie manchmal nicht verstanden. Also für mich eine Geschichte, die super wirr ist, ohne roten Faden, ohne eine wirkliche Entwicklung im Handlungsverlauf und auch in der Beziehung zu den Charakteren. Romantasy würde ich es jetzt wie gesagt auch nicht nennen und von daher habe ich es abgebrochen. Und ja, vielleicht hätte ich es auch schon eher tun sollen, aber ich hatte dann immer so die Hoffnung, nein, alle finden es so toll und ich werde es auch lieben, aber tut mir leid, ich liebe es nicht und ich verstehe auch nicht, warum man diese Geschichte so toll findet. Ja, über das nächste Romantasy-Buch kann ich deutlich mehr sagen, vor allem viel mehr Positiveres. Und zwar ist es Dawn of Onyx von Kate Golden. Und ihr könnt mir glauben, als ich dieses Buch angefangen habe, habe ich so überlegt, naja, wird das jetzt ein Highlight? Ich habe am Anfang irgendwie so gedacht, na, vielleicht werden es 3 bis 4 Sterne. Aber Leute, das ist wirklich so ein Buch, wo ich sagen kann, da habe ich mich mit meiner... mit meiner Meinung im Vorhinein so getäuscht. Das war ein 5-Sterne-Buch für mich. Großartig. Es geht in der Geschichte um Arwen und sie ist Heilerin und definitiv keine große Heldin in einer Geschichte. Sie lebt in einem kleinen Dorf, sie hat nicht viele Mittel. Allerdings führt ihr Königreich schon lange Krieg gegen das Nachbarkönigreich Onyx. Und sie gerät eines Tages in die Hände des Feindes und trifft dann auch auf den König des Reichs, nämlich auf Cain war es, meine ich, genau, Cain Ravenwood. Und er hält sie bei sich gefangen, aus ganz eigenen Gründen. Und sie lernt eben dieses verfeinerte Königreich kennen, lernt Cain kennen und merkt, dass doch nicht alles so ist, wie es scheint auf den ersten Blick. Und mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht verraten. Weil glaubt mir, Leute, wenn ihr da wirklich ohne große Erwartungen rangeht und vielleicht auch so ein bisschen blind reingeht, ist es das Beste. Was ich in dieser Geschichte so geliebt habe, waren wirklich Arwen und Cain. Weil ganz, ganz viel zwischen den beiden passiert ist. Weil wir so viele,
also fast alle Kapitel haben, in denen die beiden irgendwie miteinander sprechen, miteinander interagieren. Dadurch kann sich ganz viel entwickeln und das hat so Spaß gemacht. Dadurch war die Geschichte auch immer so lebendig zwischen den beiden. Das habe ich so geliebt. Und auch so dieses ganze Drumherum mit dem Krieg und so weiter, mit den verfeindeten Königreichen und was hat es damit auf sich, fand ich großartig. Also alles in allem war das eine super, super stimmige Geschichte und ich habe es geliebt, Leute. Ich habe es wirklich geliebt. Ich habe auch die Romance geliebt. Es ist zwar eine Slowburn-Romance, aber dadurch, dass die Charaktere immer ganz, ganz viel aufeinandertreffen, also die Protagonisten, hat mich das gar nicht so gestört, weil ich trotzdem immer das Gefühl hatte, die Romance steht auch mit im Vordergrund und da passiert ganz viel. Und von daher freue ich mich schon so auf Band 2. Der erscheint ja, meine ich, erst nächstes Jahr. Soweit ich weiß, ist es eine Trilogie, aber ich freue mich schon richtig drauf, wirklich. Also nach dem Ende, ich möchte unbedingt mehr von dieser intensiven Enemies to Lovers Romance. Ja, Leute, das nächste Buch war auch ein Jahreshighlight, wirklich. Also ich bin so, so traurig, dass diese Reihe jetzt zu Ende ist und dieses Buch war wirklich wow. Also einfach wow. Und zwar ist es Infinity Falling Bring Me Home von Sarah Sprintz. Das ist der letzte Teil in der Infinity Falling Reihe. Leider. Ich würde mich noch so sehr über vielleicht einen 4., 5., 6. irgendwie freuen aus diesem Universum, weil ich es so, so gut fand. Und in dieser Geschichte haben wir Megan Sutton. Megan kennen wir schon. Sie ist auch Schauspielerin in Amerika und wird auch Teil des Infinity Falling Teams am Set und beginnt halt eben eine Rolle in der Serie zu spielen. Ja, aber über Megan gibt es schon seit längerer Zeit viele negative Schlagzeilen und um diese so ein bisschen im Keim zu ersticken, soll ihr Cole helfen. Und Cole kennen wir schon aus What If We Stay, war es manchmal genau, aus Band 2 der das war es nochmal, Columbia University Reihe oder so, auch von Sarah Sprintz, ihre erste Reihe, die bei Lux rausgekommen ist. Und Cole, ja, ist halt hier der Love Interest. Und zwar sollen die beiden dann so eine Fake-Dating-Beziehung vorspielen, damit die Öffentlichkeit so denkt, Megan hat einen Freund und so einfach ein bisschen gegen diese ganzen Schlagzeilen anzukämpfen. Allerdings, ja, bleibt es nicht bei so einer Fake-Beziehung, sondern Megan entwickelt irgendwann richtige Gefühle für Cole. Ja. Leute, wow, also diese Geschichte war wunderschön. Wirklich, also von der ersten bis zur letzten Seite einfach nur wow. Ich hab's geliebt, ich hab's gefeiert. Es war einfach so, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich habe im Vorhinein wirklich gedacht, yo, das kann der beste Band werden in der Infinity Falling-Reihe, weil mich der Klappentext mit dieser Fake-Beziehung, mit dem Fake-Dating und so einfach so angesprochen hat. Und ich muss sagen, vielleicht war es sogar echt der beste Band der Reihe. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil einfach der Handlungsverlauf mega war und es von der ersten Seite an spannend war. Es ist nicht langweilig geworden zwischen Megan und Cole. Ich fand dieses Seichte am Anfang, was aber auch manchmal ins Intensive umgeschlagen ist, diese Beziehung zwischen den beiden, die war großartig. Und auch wieder so dieses ganze Infinity Falling-Universum. Ich lieb's einfach. Ich find's so cool mit dieser Idee, dass man eine Serie hat und man begleitet so die Schauspieler und man ist in dieser High-Society-Welt und welche Schattenseiten gibt es und so weiter. Und die Liebesgeschichte war einfach herzzerreißend schön und das mitzuverfolgen, die Gefühle, vielleicht auch so dieser Zwiespalt bei den Gefühlen, die Megan und Cole empfinden. Ich habe es einfach geliebt, es war wunderschön und ich habe wirklich Heimweh nach Infinity Falling. Also 5 Sterne, Highlight, ich lieb's. So, das nächste Buch ist Band 2 einer Trilogie und somit auch der Abschluss, nämlich Vienna Hiding Darkness von Lara Holthaus. Vienna Band 1 fand ich mega. Also das war ja auch wirklich ein richtiges Jahreshighlight. Und auch Band 2 hat mich definitiv wieder überzeugt. 4,5 Sterne gab es für das Buch. Schaut auch hier gerne auf Instagram nochmal vorbei, da habe ich auch eine Rezension schon hochgeladen. Ja, aber zum Inhalt sage ich nicht viel, weil es eben Band 2 ist und Band 1 endet auf einem Cliffhanger und ich möchte halt einfach nicht spoilern. Aber in Band 2 hier geht es sehr viel um, um Gefühle, die man nicht haben will, um Vertrauen, um Verrat, um Geheimnisse.
Ja, und Livia Hohenburg muss ja handeln. Es geschehen Dinge, die sie nicht so stehen lassen kann. Es kommen Dinge ans Licht, wo sie einfach schauen muss, was hat es damit auf sich. Und ihr Stiefbruder Nicolas wird auch wieder in ihrem Leben auftauchen. Genau. Wieso, warum, weshalb, müsst ihr selbst nachlesen. Aber ich fand Band 2 wieder toll. Ich sag auch hier, wenn ihr auch so LJ Shen mögt, finde ich die Geschichte wirklich cool, weil sie so ein bisschen auch diese LJ Shen Vibes hat. Vor allem auch Band 1 hatte mich so ein bisschen an All Saints Heidi Prinzessin, an den ersten Teil erinnert. Und ich finde auch Band 2 kann da wieder weiterhin gut mithalten. Wir haben einen spannenden Verlauf, wir haben intensive Beziehungen und nicht nur zwischen Livia und zwischen ihrem Stiefbruder Nicolas, sondern auch zwischen anderen Charakteren. Und diese Liebesgeschichte zwischen den Nebencharakteren fand ich einfach so cool. Also ja, wir haben wieder High Society, wir haben den Glamour, wir haben die Intrigen und ja, das alles eben in Wien. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer 4,5 Sterne hat das Ganze bekommen. Kam nicht ganz an Band 1 ran, aber der Plot-Twist am Ende war wieder richtig krass. Also da hat mich die Autorin wieder voll abgeholt und ich freue mich noch auf alles, was sie schreibt. Wirklich, also war richtig, richtig toll wieder. Das nächste Buch, das ich euch noch zeigen möchte, ist das vorletzte für dieses Video. Und zwar ist es Wretched, der dritte Teil der Never After-Reihe von Emily McIntyre. Ich zeige euch ja einmal die englische Ausgabe, weil meine deutsche noch unterwegs ist. Die hatte ich bei der Bücherbüchse bestellt. Aber genau, wir schauen uns jetzt mal näher den dritten Band an. Und im ersten Teil hatten wir so ein bisschen diese angehauchte Mafia-Romance in Hooked, aber es ging ja eher so ein bisschen um illegale Geschäfte. Band 2 war ja dann so königlich angehaucht und hier haben wir jetzt einen FBI-Agenten und zwar Nicolas und er soll undercover in ein Drogenimperium sich einschleusen und da eben verdeckte Ermittlungen machen. Und dabei trifft er auf Evelina und sie ist somit auch das Oberhaupt der Familie. Sie steht zwar nicht über ihren Vater, aber ja, Evelina trifft eben dann auf Nicolas, weil er ja da in ihre Gruppe so eingeschleust wird. Und das bedeutet eben, ja, dass die beiden öfter aufeinandertreffen. Evelina ist so ein bisschen ja schon auch misstrauisch, was Nicolas und seine Person angeht. Aber sie kann nicht leugnen, dass er Dinge mit ihr macht, die sie nicht, ja, die sie nicht kalt lassen. Und obwohl sie ihr Herz sehr gut beschützt und jetzt auch nicht so viel von Liebe und Romantik hält, ja, schafft es Nicolas doch in ihr Herz. Und bei Nicolas ist es tatsächlich gar nicht anders. Ja, das würde ich jetzt erstmal so zu diesem Band sagen. War für mich in Anführungszeichen der schwächste Band jetzt von allen drei. Also ich glaube 3,5 bis 4 Sterne hat das Ganze bekommen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was ich wieder richtig gemocht habe, war das Tempo und dass es nicht langweilig geworden ist. Hätte vielleicht noch ein paar mehr Plot-Twists einfach da sein können und ein bisschen mehr Inhalt. Aber insgesamt war es wieder eine stimmige Geschichte. Auch hier wieder mit, wie ich finde, einem sehr interessanten Ende. Also irgendwie beim Ende denkt die Autorin sich immer Sachen aus, die ich mal ein bisschen anders finde einfach. Und das mag ich wirklich sehr gerne. Genau, aber wir hatten ein gutes Tempo und ich bin gut durch die Geschichte durchgekommen. Mir hat vielleicht manchmal so ein bisschen das Besondere gefehlt oder so ein bisschen dieser Nervenkitzel, auch in Form von Plot-Twists oder so. Aber ja, insgesamt mag ich die Reihe wirklich gerne und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon sehr auf den vierten Band. Twisted heißt der, meine ich. Ja, der könnte richtig, richtig gut werden. So Leute, beim letzten Buch hau ich jetzt nochmal richtig einen raus. Und zwar, ja, ist das dieses gehypte Buch, was man überall sieht und was überall geliebt wird. Und ich fand es überhaupt nicht gut. Also wirklich überhaupt nicht gut. Ich kann den Hype absolut nicht nachvollziehen und ja, habe echt gedacht, das könnte eine Highlight-Reihe werden, aber das ist das Gegenteil von einem Highlight. Und zwar ist es Powerless, das Spiel von Lauren Roberts. Wisst ihr was? Ich brauche zum Inhalt eigentlich gar nichts sagen, denn diese Geschichte besteht aus Die Rote Königin und aus Die Tribute von Panem.
Also diese beiden Geschichten wurden in einen Topf gewürfelt, ein bisschen vermischt und dann hat man einfach das Gleiche wieder hier reingeschrieben. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt wohl auch Plagiatsvorwürfe mittlerweile. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber falls es welche geben sollte, ich kann es verstehen. Denn es ist eine Kopie. Es ist nichts anderes. Es ist einfach nichts anderes als eine Kopie von Die Rote Königin und noch mit ein bisschen die Tribute von Pane, weil es hier auch so Säuberungsspiele gibt und man da in so einem Wettbewerb gegen andere Leute antritt und so weiter. Boah, Leute, wirklich. Also ich kann echt nicht verstehen, wie man so eine offensichtliche Kopie feiern kann. Vielleicht haben die Leute alle nicht Die Rote Königin gelesen oder kennen auch die Tribute von Pane nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach so offensichtlich kopiert. So offensichtlich. Also, das hat nichts mehr mit einer eigenständigen, innovativen Romantasy-Geschichte zu tun. Es ist einfach genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und es sind nicht nur die Charaktere oder es ist nicht nur diese Idee der Geschichte, die gleich ist, sondern die Charaktere sind die gleichen, die Beziehungen, die sie zu haben, sind die gleichen. Also es bezieht sich sogar nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf alles andere. Es ist alles eine Kopie. Es ist überhaupt nichts Eigenständiges. Gar nichts. Nichts. Also wirklich, und wenn ich sage nichts, meine ich nichts. Sorry, aber definitiv für mich Flop des Jahres bis jetzt. Also, Leute, ich verstehe es einfach nicht. Wirklich, ich verstehe nicht, warum dieses Buch so geliebt und so gehypt wird. Bei einer so offensichtlichen Kopie. Boah, nee, also wirklich, das macht mich auch ein bisschen sauer, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, nee, die TikTok-Sensation auf Deutsch, nein, ist keine TikTok-Sensation. Das ist nichts anderes als geklaut und kopiert. Also, ganz ehrlich, überhaupt nicht eigenständig. Ich kann nämlich auch. Ich kann auch irgendwelche zwei Geschichten zusammenwürfeln und dann nochmal gleich aufschreiben. Also, das ist wirklich keine Meisterleistung. Flop des Jahres, Leute. Geht gar nicht für mich. Also, das Buch war echt nicht gut. Überhaupt nicht gut. So, ihr Lieben, das war mein Lesemonat für die Monate Juli, August, September. Also diese Bücher habe ich auf jeden Fall gelesen. Und ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch die Bücher ein bisschen näher vorstellen konnte. Und ja, ihr einfach ein bisschen Spaß beim Zuschauen hattet. Genau. Und ja, viel mehr bleibt mir eigentlich tatsächlich, glaube ich, auch nicht zu sagen. Außer, dass ich glaube, dass ich jetzt viel Material zum Schneiden habe. Also ich glaube, das Video ist bestimmt relativ lang geworden. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.